Gucken wir mal, dass wir das hier schick kriegen. Und fertig. Na, gib mir mal aus dem Weg, wa? Also finde ich, sieht irgendwie auch blöd aus hier. Mit den ganzen Bänken. Vielleicht sollte man das anders machen. Und zwar... Habe ich zufällig eine Schere dabei? Nee. Machen wir es so, geht ja auch schnell. So, komm her. Okay, dann machen wir den Schreibtisch nämlich einfach hier hin. Und da hinten ins Eck dann die, das passt aber so nicht, ne? Macht nichts. Was nicht passt, wird passend gemacht. Das kriegen wir schon hin. Dass das noch was aussieht. So. Jetzt habe ich einen Vierer. Das passt doch überhaupt nicht. Ich brauche schon einen Dreier. Und ich brauche den ja auch ein bisschen breiter, ne? So. Dann das. Und... Ach nee, ich brauchte den doch breiter. Ah. Verbindet sich das Ding mit Scheiben? Nein, sehr schön. Okay. Dann kommt da jetzt natürlich... das Schild an den... An den Dingen. Die Wolle kommt da drauf. Und ein Bild. Ach, jetzt wollen die Bilder nicht so wichtig. Jetzt liegt das da draußen. Das ist ja... Ich meine, das ist aus dem Haus rausgeflogen, das Bild. Huch. So, passt. Jetzt gehen wir ihm schnell das Bild holen. Denn das würde ich ganz gerne wieder haben wollen. So. Uah, lass mich da durch. So, sieht zwar jetzt auch nicht so wirklich toll aus. Ja. Aber jetzt machen wir hier einfach ganz viele Schränke hin. So, passen. Also, ne? Richtig hoch. Das sieht ungeblöd aus. Nehmen wir die Reihe wieder weg. Und machen das hier hin. Ne? Ja. So. Und dann haben wir das nämlich hier recht schick. Na, nur nicht da. Machen wir so. Huch. Also die Bilder sind echt nett. Das ist echt schlimm geworden. Ich weiß gar nicht, ob es hier überhaupt ein Bild gibt. Eine Uhr? Eine Uhr? Nee, eine Uhr wollen wir ja nicht. Okay, lassen wir das so. Dann haben wir das Büro auch fertig. Ja, das sieht doch gleich viel netter aus. So, Standesamt, das und das haben wir. Ein Bild bräuchte ich noch. Ein Schild, kein Bild. Gott, ich habe so viel Zeugs dabei. So. Ja, wir packen das jetzt. Na, das ist aber blöd. Nee, das... Damit kann ich so gar nicht leben, wenn das da ist. Wir machen das dahin. So. Und machen die da weg. Warum hängen hier überhaupt so wahllos die Fackeln rum?
Das ist ja nicht schön. Das ist ja mal so gar nicht schön. Wir brauchen ja auch gar nicht so viel Fackeln. Ist ja hell genug, oder? Also finde ich jetzt schon, das ist hell genug. Das passt schon. So, da hinten ist dann der Konferenzraum. Aber da brauchen wir kein Schild hinmachen. Ich denke, das ist okay. Können wir mal die Fackel vom Tisch nehmen. Und einen Blumenpott hinmachen, den wir nicht haben. Holen wir uns. Zack. So, dann sieht das doch hier auch nett aus. Dann haben wir das eigentlich auch fertig. Das können wir erstmal hier lassen. Wir brauchen ja die Schilder. Dann brauche ich... Nee, die brauche ich nicht. Spitzhacke bräuchte ich. Wo ist sie denn? Da. Dass wir hier noch den Eingang machen können. Und das da. Ja, dann wird das doch hier richtig schick. Können wir eigentlich hier das auch noch fertig machen, schnell? Dann brauchen wir nämlich hier nicht mehr her. Also es ist jetzt, also ich finde das wesentlich schöner, das so zu machen. Denn dann hat man einfach eine freie grüne Fläche. Da kann man eventuell nochmal... Ja, nochmal Blumen oder sowas hinstellen. So, die Straße heißt Lange Straße. Und die geht in die Richtung. So. Und das hier ist die Straße am... Ja, das ist eigentlich... Das ist blöd. So. Am Rathaus. Platz. Das ist natürlich so, ja, platzmäßig nicht so wirklich gut. So, egal, wir haben Straßen. Wir haben Straßennamen. Ist zwar jetzt nicht so eine, ja, mega tolle Lösung mit den Straßenschildern. Ich würde die dann auch, an manchen Stellen, wo es geht, dann an die Häuser machen. So wie man das ja auch kennt irgendwie. Weil mir ist da einfach keine andere Lösung eingefallen. Ich habe mir jetzt auch einfach mal Straßen ausgedacht. Also am Rathausplatz war eigentlich schon sehr lange klar, dass das hier so heißen soll. Aber die lange Straße, ja gut, ich nehme einfach mal die lange Straße, das ist okay. Denn die Straße soll ja irgendwann mal lang werden. Weg, dann machen wir noch ein bisschen grün. Dann gehen wir noch mal schlafen. Und dann werden wir hier auf dem Rathausplatz noch eine Kleinigkeit verändern. Ach. So, das können wir eigentlich auch schon machen. Blöde ist jetzt, wir haben die Wolle natürlich am Hotel gelassen. Aber so schlimm ist das gar nicht. Ist gar nicht, wo jetzt hier. Doch hier kommt dann der Fußweg von da lang. Ja. Oder? Ist aber dann hier vier breit? Passt das dann überhaupt? Ist das da auch vier? Wir gucken, wir müssen eh uns ins Bettchen begeben. 1, 2, 3, 4. Tatsächlich ist auch 4. Also ich finde, das sieht so wesentlich nobler aus. Wie mit dem ganzen Glowstone da auf dem Boden verteilt.
So. Ich möchte noch mal was auspacken und eigentlich nicht an die Wand pappen. Denn das sind so Dinge, die brauchen wir im Moment nicht. Eichenholzstufe und Holzstufe. Wo ist denn da der Unterschied? Ja, okay. Keine Ahnung, wo da der Unterschied ist. Warum das so ist. Okay, das. Wir brauchen jetzt eigentlich nur die Halbsteine. Wolle wäre nicht schlecht, so ein bisschen, um die Straße vorm Rathaus fertig zu machen. Haben wir noch irgendwo eine Schere rumfliegen? Nee. Macht nichts, machen wir uns eine. Na. Na, wenn ich Eisen hier hätte. Mann, 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 Mann. So, das ganze Zeug jetzt irgendwo verteilt. Das wird wirklich Zeit, dass hier aufgeräumt wird, dass das Lagerhaus wegkommt. So, die restlichen Sachen, die hier noch drin sind, dann auch mal verschwinden. So, dann einmal kurz zu den Schafen. Aber ja auch nur recht kurz, da wir ja nicht viel Wolle brauchen. Sollte ich vielleicht auch irgendwann mal anfangen, andere Farben hier zu züchten. Zumindest so ein paar andersfarbige dazu tun. 36. So. Geht mir doch mal aus dem Weg, der Schafe. Okay, 60 Stück haben wir jetzt. Oh, du hast ja. Jo. Also es lohnt sich echt hier durchzugehen, ne? Und da werden wir ja noch ganz viel von brauchen, von der schwarzen Wolle. So. Machen wir uns auf den Weg wieder. So. Das geht hier noch weiter dann in die Richtung mit dem Fußweg, genau. Und ja dann auch mit der Straße, aber die würde ich jetzt nicht unbedingt da jetzt ganz rumziehen. Denn ich würde, wie gesagt, gerne noch ein paar andere Dinge machen. Stein können wir allerdings immer brauchen. Ja, da habe ich auch noch ein bisschen was. Füllen wir hier mal auf. So. Dann. Das so wieder. So. Das ist schon mal gut. Wir werden jetzt zwar nicht genug Stufen dabei haben, um das hier letztendlich dann zuzukriegen. Komplett. Huch. Schon gar nicht so. Aber zumindest ein bisschen, ne? Dann hat sich doch hier schon mal so ein bisschen was wieder getan. Ach Mensch, du nervst. So, dann hier noch die Fußweg hier. Das machen wir dann halt das nächste Mal oder so. Mal gucken, wenn wir dazu kommen. Sollen wir hier mal die Straßen machen? Bisschen aufräumen, arbeiten, immer mal zwischendrin machen. So, und dann wollte ich hier noch welche hinstellen.
Und zwar hier. Denke, das könnte ganz nett aussehen. Das nicht ausprobiert. Ja, das ist okay. Wobei wir hier noch Cobblestone hin machen müssen, glaube ich. Ja, es wirkt besser. Weil die Treppe ja nun auch einen seitlichen Zugang hat, wirkt das so blöd irgendwie. Ja, so ist das doch recht schick geworden. Finde ich. Dann können wir jetzt ans nächste Projekt. Das wird allerdings ein wenig knüffelig. Ich muss hier mal so ein bisschen die Mitte auslotsen. Ich glaube, das hat hier so gar keine Mitte, das Ding. Also ist jetzt hier so Pi mal Daumen, Augenmaß. Das könnte die Mitte sein, hä? Also es könnte tatsächlich die Mitte sein, die ich da getroffen habe. Obwohl ich eher tendiere, dass hier die Mitte ist. Mal kurz zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Und zur anderen Richtung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17. Na, da hat mich mein Augenmaß aber im Stich gelassen. Das ist die Mitte. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Und zwar ist das dann genau die Mitte, ne? Also 1, da war ich hier richtig gut. Zuerst. 1, 2, 3, 4. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jo, perfekt. So, das habe ich mir aufgemalt. Wie das denn sein soll. Wir müssen hier erstmal das wegmachen. Mal die Mitte mal eben so markieren. Gut. Einrichtung erstmal 5. Kriegen wir auch wieder Stufen. Okay. Eine Seite schon. Das geht jetzt eigentlich hier auch recht fix. Katze, du rennst da am Weg rum. So, die eine Seite noch und dann haben wir es ja auch schon. Zumindest was die Form angeht. So. Okay, dann kommt hier Pflasterstein rein. Hier mache ich jetzt eins höher, um meine Mitte zu markieren. Du musst da jetzt nun mal wirklich weg. Komm mal mit. Glöckchen, komm. Na komm. Setz dich. Huch. So.
Ich werde jetzt zwischen den Aufnahmen wieder vermehrt Berge abtragen, um die Stadt umzu. Werde das allerdings weiterhin so handhaben wie am Hotel hinten, so hinterm Hotel und auch überhaupt, wo ich ja das gemacht hatte, den Berg fürs Hotel abgetragen hatte, hatte ich ja den Boden wieder eingegrünt. Also da auch den Stein rausgenommen und den Boden dann einfach wieder mit Erde schön gemacht. Das werde ich weiterhin so machen. Dann kann ich nämlich schon mal größere Stücke abtragen. Das ist eigentlich ganz gut, wenn man noch ein bisschen Platz bekommt.